meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe KFC-Fans, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen den VfB Homberg. 2037 Besucher sahen den 1:0-Sieg unseres KFC in der Grotenburg. Zu den anderen Spielen vielleicht noch kurz. Düsseldorf gewinnt gegen Fellbaum 3:1, Kronenberg unterliegt dem FC Krai 2:3, Hilden gewinnt gegen den SC Düsseldorf West mit 3:2, Lokalderby schlägt Fischl Meerbusch 4:1, Schwarz-Weiß Essen gewinnt gegen den TV Jahn Hiesfeld 4:0, Kapellen gegen Baumberg 1:0 und Ratingen gegen Hörnerfeld Niedermonta 3:0. Und ein Spiel, sag ich mal, was uns vielleicht besonders freut, die Spielvereinigung Schönebeck unterliegt dem 1. FC Bocholt 0:3. Habe ich recht gehabt? Naja, gut. Wir kommen zu den Trainerstimmen des Spiels heute in Rotenburg. Zu meiner Linken heute zu Gast hier Gästetrainer Stefan Jansen, zu meiner Rechten KFC-Trainer André Pawlak. Herr Jansen, Sie haben natürlich als Gast das erste Wort. Hallo? Ja, Dankeschön. Erstmal herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Besondere Atmosphäre hier gefällt mir eigentlich gut. So, André, wir haben 3:0 und 1:0 gegen euch verloren. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr liebt uns nicht. Wir brauchen nicht darüber reden, wer euer Favorit ist. Ich bin eigentlich zum einen froh, euch nicht mehr zu sehen in der nächsten Saison. Weil wir haben zweimal verloren und ihr habt hier nichts zu suchen in der Liga. Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen traurig, weil für meine Mannschaft war es natürlich ein Riesenspiel heute hier im Stadion. Tolle Atmosphäre, ihr habt hier fast 90 Minuten super Stimmung gemacht. Dafür großes Kompliment an euch, an die Uerdinger Mannschaft, die ja, nur schlagbar sind, wenn man gar keine Fehler macht, wenn alles für einen läuft und man am Ende ein bisschen Glück hat. Wir sollten ärgern, trotz der relativ frühen, des frühen Rückstandes, haben wir es geschafft, euch bis zum Ende zu ärgern. André, ich habe gesehen, dein Puls, der stieg am Ende noch ein bisschen. Hat mir gefallen, hätte ich gerne gesehen, wie er noch weiter hochgegangen ist. Ja. Alles Gute für euch. Ich gratuliere euch natürlich jetzt nicht zum Aufstieg, das tue ich dann, André, wenn es soweit ist, weil ihr müsst die Spannung hochhalten, alles andere macht keinen Sinn. Ihr seid ja dem Wettbewerb schuldig, euren Leuten schuldig, bis zum Ende alles zu geben, jedes Spiel zu gewinnen. Dafür wünsche ich euch alles Gute, gebt euch die Daumen. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Jansen und André Pawlak, wie immer mit einem Krefelder. Das trinkt ihr, glaube ich, auch deswegen, damit für die ganzen KFC-Fans im Falle eines Falles mehr Bier im Bauch bleibt, oder? Ja, danke Stefan. Ja, ich finde es eigentlich schade, Stefan, dass wir uns nächstes Jahr nicht mehr sehen, weil Stefan und ich, wir verstehen uns sehr gut und ich spiele eigentlich immer ganz gerne gegen dich, weil es eigentlich auch immer erfolgreich war bisher, von daher. Aber gut, ich nehme es dann auch hin, wenn wir dann nächstes Jahr nicht mehr gegen Stefan spielen müssen oder Stefans Mannschaft spielen müssen, er macht einen riesen Job. Also wie gesagt, Homberg hat es schwer gemacht. Ich will mal sagen, so, das kann man so zusammenfassen, nicht schön, aber erfolgreich heute. Wir wollen eigentlich ein frühes Tor erzielen. Ich denke, wir hatten auch gerade durch Schwertfeger in der 10. Minute die riesen Möglichkeit, 1:0 in Führung zu gehen. Dann wird es für uns ein bisschen einfacher. Man hat schon mit den Temperaturen zu kämpfen, auch wenn sich das blöd anhört, aber wir müssen unheimlich viel investieren gegen tiefstehende Mannschaften, müssen unheimlich viel anrennen, immer wieder neu. Das kostet Kraft, wenn man dann keine Tore erzielt, dann ist das doppelt schwierig. Und uns wollten eigentlich ein frühes Tor gelingen, das hat heute nicht so geklappt, kurz nach der Pause, sondern 1:0. Danach haben wir dann einfach verpasst, natürlich früher das zweite zu machen. Das muss man einfach klar sagen. Wir hatten große Möglichkeiten, das zweite zu machen. Und so wird es am Ende dann immer mal eng, wenn dann noch so lange Bälle kommen und ja, wir nicht mehr so richtig hinterherkommen. Und der eine oder andere war sicherlich auch ein bisschen müde. Und deswegen bin ich froh über den 1:0-Sieg. Ich denke, das geht auch so in Ordnung. Aber klar, hinten raus hätte es vielleicht nochmal tatsächlich einen Punkt kosten können. Und das wäre sehr ärgerlich gewesen, weil wir vorher nicht das zweite gemacht haben. Insgesamt war das eine solide Leistung. Das wissen wir auch, solche Spiele musst du gewinnen und als Spitzenmannschaft gewinnst du diese Spiele auch. Und ich bin mir auch sicher, dass wir das nicht mehr aus der Hand geben werden. Vielen Dank, Stefan, alles Gute. Gibt es noch Pressevertreter hier, Fragen oder sonst irgendwie was an die Trainer? Nee, scheint auch diesmal nicht der Fall zu sein. Dann habe ich mich, ah ja, guck mal, die junge Dame von der Presse, welche Frage hast du denn?
So, ey, was möchtest du wissen? Warum der Papa nicht gespielt hat? Der war krass. Nicht gespielt. Was denn? Weil warum der Papa nicht gespielt hat? Vielleicht kann der andere Papa etwas sagen, oder weißt du das selber? Ja, der Charles war heute kurzfristig nicht im Kader, weil er krank war die Woche und er hatte Nasennebenhöhlenentzündung, er hat eine Krankschreibung bis heute und konnte leider nicht mitwirken, hat da schon gefehlt, aber gut, nächste Woche ist er wieder da und Patrick Elgut ist dann auch wieder da, also von daher, es wird wieder besser, danke. Und der Job oben später ist auch klar, ne? Irgendwann mal bei der WZ oder RP oder so, und dann kriegen wir alles hin. Gut, dann alles Gute für den VfB Hoppenberg, für den weiteren Saisonverlauf. Viel Spaß noch hier beim Siegfeiern. Würde mich freuen, den einen oder anderen wieder begrüßen zu dürfen. Nächstes Heimspiel heute in 14 Tagen gegen den VfB Hoppenberg. Wir sagen Tschüss und Schau, sagt ihr mal noch. VfB Hoppenberg, ich bin auch schon völlig hier. Ich habe noch kein Bier getrunken, André, aber es ist trotzdem passiert. Wir spielen dann natürlich gegen den FC Krai. Aber okay, nehmen wir auf. Wir nehmen, wie es kommt. Ne? Bis dahin, Tschüss und Schau.